Was geht ab, YouTube? Der einst waren echt stiller TV. Wir sind live auf Twitch. Wenn du nicht mein Stream bist, verpasst du was, Cousin. Dann bist du einer, der sieht's irgendwann in Zukunft. Aber nicht real life mit mir unterhalten. So wie zum Beispiel Musti, mein Bruder, mit 3 Monaten. Oder Riddo.com, mein Achi, mit 15 Monaten. Wir sind drinne, wir gehen rein, wir gucken uns Icon an. Finale, Kampf ums Überleben, 4. Folge. Ich küsse eure Herzen, wir gehen rein, Adrelis. Sag, wann hört es auf? Ich höre Stimmen in meinen Kopf. Ja, der Duft der Straße verlockt. Mama, verzeih. Oma Jolie. Bist schon wieder die. Die Icon 5 limitierte Contestbox. Jetzt vorbestellen. Hallo. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Salam alaikum. Ja, ja, Bruder. Ich bin gerade im Libanon, ja? Ah, heute ist diese Folge mit Schlägerei, gell? Walla, stimmt! Das war ja heute, Bruder! Nein! Wie? Alter, wie? Ich hab gesagt, ich muss ein Video machen. Extra? Ich hab ein Video. Ich hab ein Video. Boah, Icon 5, ne, Badawi, wird zu krass kommen. Lala, ich bin da. Ich bin Badawi, hä? Yalla, bye. Ja, Kenan. Okay, der opfert sich. Es war ja Bayram da. Zuckerfest. Ich hab vergessen. Jetzt, ich weiß wieder, wo wir waren. Timer seht ihr, oder, Dreddies? Da oben rechts? Geh mal zurück, mein Bruder. Geh mal zurück. Ich hab euch ja gesagt. Icon 4, ich hab komplett reingeschissen. Icon 5, lasst mich von keinem voten. So, ne? Nicht böse gemeint, Jungs. Ich will auf jeden Fall jemanden herausfordern. Ich bin heiß drauf. Ich hab Bock. Also du bist bereit, dich freiwillig für deine Teamkameraden zu opfern gerade? 100%. Nein. Ist nicht unnötig. Jemanden herausfordern? Ich will diese Filme nicht heiß. Kenan, ich möchte dir kurz sagen, wenn du jetzt diese Entscheidung triffst, du kannst sie nicht mehr rückgängig machen und läufst das Risiko, morgen die Villa von Icon 5 zu verlassen. Bist du dir deiner Entscheidung 100% sicher? Scheiße, Eamon, scheiße. Okay, Absage. Dann sag Kenan, wie es ist. Würde ich dir jetzt genau wie Skepcha und Barré gestern die Entscheidung überlassen, welchen Künstler du gerne morgen früh herausfordern möchtest. Ah, er muss einen von seiner Truppe nehmen? Oh mein Gott. Walla, Kenan, was ist das für ein Move, Junge? Ich dachte, du bist Ehrenmann, Digga. Du willst dich selber opfern. Du musst einfach einen von deinen Truppen mit in den Tod ziehen, Cousin. Er wollte nicht, aber er muss. Ich hasse euch. Weißt du, was jetzt richtig Chief-Modus wäre? Wenn er sagt, Colin, ich will gegen dich battlen. Oh, Baby. Boah, ich kann nicht, Wallah, scheiße. Ich muss aber jetzt. Jungs, Wallah, nicht böse gemeint. Nur Liebe, kein Hass. Geht nicht um Charakter, es geht einfach nur um Musik. Im Endeffekt, jeder Niemals. Kriegt raus. Wenn's gut. Ah, ich wusste es! Dann, Bensko, würde ich dich bitten, einmal nach vorne zu treten. Bevor er mich ausgewählt hat, bin ich zu Kali in sein Ohr gegangen und meinte, guck jetzt, was passiert. Er wird mich auswählen. Bensko und Kenan. Ihr werdet morgen im 1 gegen 1 im Song Battle gegeneinander antreten. Ihr habt jetzt die Nacht Zeit, euch vorzubereiten. Ey, Bruder, wenn Bensko rausfliegt, ist geisteskrank hart, weil er der Beste in dieser Challenge war, Digga. Er war der Beste in der Challenge, Cousin. Die haben das einfach so gedreht, dass sie den Besten dann einfach rausgekickt haben. Das wäre krass. Morgen früh wird definitiv einer von euch die zweite Person sein, die Icon 5 Villa verlässt. Womit der Beste gewinnt? Sau, Bruder. Also nutzt die Nacht heute weise, bereitet euch gut vor. Ich wünsche euch auf jeden Fall für morgen viel Glück und viel Erfolg. Dankeschön. Geht ab, Leute.
Ich glaube, ihr habt es mitbekommen. Auf jeden Fall, morgen bin ich im Battle gegen Kenan. Das wird schwer für Kenan. Ich weiß, wie Benzko ist, ich weiß, wie Kenan ist. Bruder, das sind zwei verschiedene Charaktere. Das sind jetzt noch prallen zwei Welten aufeinander. Bruder, nicht aufgeregt sein. Nein, Bruder, ich schwöre auf meine Mutter, ich hab so Bock. Nicht. Du weißt nicht. Nicht. Gib's nicht. Bei Allah. Nicht. Gib's nicht. Gib's nicht. Gib's nicht. Gib's nicht. Radikal, Junge. So, Leute, wie ihr wisst. Der ist Maximum aufgeregt, Cousin. Radikal, Junge. Der Maximum aufgeregt. Im Betten in Benzko. Im Endeffekt, ich freue mich drauf. So. Ich bin ja auch hier gekommen, um eine Challenge zu haben. Sonst wäre ich nicht so gekommen. Wisst ihr, was ich meine? Im Endeffekt, jeden Tag fliegt jemand ein. Also, jeden Tag fliegen Leute raus. Sonst, auf jeden Fall, wie gesagt, Leute, ich bin hergekommen, um zu kämpfen. So. Ich wollte mich nicht unterkriegen lassen oder kleinkriegen lassen. So. Deswegen bin ich auch wirklich, habe ich mich im Flieger gesetzt, so mit Meniskusriss. Der Meniskusriss. Digga, der hat Meniskusriss, Cousin. Habt mich verarscht, Chat. Ihr habt gesagt, der hat Krebs, Digga. Und die denken, die können spielen, dann lass die Spiele beginnen. So möge der Bessere gewinnen, aber ich gebe 100%, so wie es euch meine, ich zeige eine neue Facette auf jeden Fall. So wie gesagt, ich gehe von Level zu Level zu Level. Und wenn die denken, so mit diesem Sommer-Vibe, lalala, tralala, so wollen die gewinnen und wir spielen. Let's go. Und ich habe euch Eike 4 gesagt, wenn ich Eike 5 komme, sag ich euch, wie die Sache läuft. So jetzt, der Kenner von Eike 4 ist jetzt dieser Eike-Kenner. Hier ist ein anderer Kenner. Ja, ich fühle mich okay eigentlich. Ja, den Umständen entsprechend fühle ich mich gut. So, aber jetzt auf einmal so ist Feuer entfacht worden, deswegen jetzt macht Spaß auf jeden Fall hier zu sein. So, ne? Deswegen gib ihm. So, mehr habe ich nicht zu sagen, ich schaue morgen zu. Aber ich werde dann auf jeden Fall den Benzko nicht schleich machen. Und ja, aber wenn ich rausfliege, fliege ich raus. Ey, kann mir irgendeine Pizza reinmachen, bitte? Da sind doch mehrere, oder? Ich weiß, ich werde. Nike Case, mein Bruder, 23 Monate, wichtig. Emir Han, frischer Prime, wichtiger. Und Def, mein Bruder, 10 Monate am wichtigsten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie geht's dir, mein Bruder? Alhamdulillah, wie geht's dir, mein Bruder? Willkommen bei Tag 3. Kenan und Benzko, ich würde euch bitten, nach vorne zu treten. Das ist hart, ehrlich. Also, ich sag euch, Kenan gewinnt das Battle. Meiner Meinung nach. So. Aber es ist unfair, weil Benzko war in der zweiten Challenge der Beste am Tag 2, Bruder. Und da er jetzt, er fliegt einfach raus, weil Kenan ihn zum Battle rausgefordert hat. Obwohl er an diesem Tag der Beste war. Eigentlich, der müsste ausgeschlossen sein, weil er einfach der Beste war. Aber ja. Kenan und Benzko, ihr hattet die ganze Nacht Zeit, euch auf eure Solo-Performance jetzt vorzubereiten. Also einer von euch wird die zweite Person sein, die die Icon 5 Villa heute verlassen muss. Ich hoffe, ihr seid beide gut vorbereitet. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch beides viel Glück und viel Erfolg. Okay, bevor, warte doch, wie schnell geht das denn rein? Chill. Ich bin mies aufgeregt. Bauchgefühl sagt mir Kenan. Wäre aber sehr schade, weil Benzko gut war. Wir tragen Ketten um den Hals wie Mr. T. Jeder Ort fühlt sich mit dir an wie Paris. Oh. Yeah, manchmal sind Worte nicht alles, dann zeigen Handlung mehr als Kommunikation. Leben im Exil, Mann im Mund, dieses Leben mein Weg, sehen Karajo. Meine Klinge ist immer noch scharf und schneidet, Mama ist immer noch tough, doch leidet. Mache mein Geld auf eine Art und Weise, da ich in Rente gehe unter 30. Frag nicht, du bist mir sympathisch. Du weißt, ich bin so verschwiegen, wenn du willst, dann sag ich's. Du weißt, ich geh durch die Hölle, doch mit dir ertrag ich's. Wenn mich Kugeln treffen, letzter Wunsch, komm, Babe, umarm mich. Auf dem Weg zur Legende wie Maradona. Schlafraub Zeit, aber Zeit ist kostbar. Ja, Karimodus und kleiner Donna. Auf dem Weg zur Legende wie Maradona. Schlafraub Zeit, aber Zeit ist kostbar. Ja, Karimodus und kleiner Donna. Wir tragen Ketten um den Hals wie Mr. T. Neues Ego, altes Laster, selbes Ziel. Jeder Ort fühlt sich mit dir an wie Paris. Nein, Shorty, weint nicht mit mir dir die Melodie.
da. Ey, Digga, der hat sich echt verbessert, Digga. Falla. Boah, ich war der größte Bensko-Hater, Digga. Jetzt macht er Songs, die man sich anhören kann, ehrlich. Falla, es ist nicht schlecht, aber der Song ist jetzt kein Überbrett, das muss ich auch dazu sagen. Er hat mich jetzt nicht umgehauen, aber es ist schon ehrlich gut, ehrlich. Hol für dich Taschen, Celine oder Louis V. Jeans Designer, die Kapuze tief. Mit dir mein Klang, Leben, Harmonie. Ich bin nass auf Straßen, du mein Alibi. Töne, Philharmonie, mein Kopf betäubt vom Makatosi. Sprich mein Gebet, nenn es Zeremonie. Du YC, baust deine Kategorie. Der hat auch noch einen Fehler in der Aussprache. Der muss die Wörter klarer aussprechen. Er verschluckt Buchstaben. Entweder liegt es an der Atmung oder halt an der Aussprache. Dieser Schmerz, der uns umgibt, bin ich gewohnt. Auch wenn die Chance liegt bei 1 zu einer Million, würde ich mir diesen Weg auch noch einmal antun. Weil ich schon lang wonach ich such, doch fass mich fest, das bleibst du. Auf dem Weg zur Legende wie Marathon. Schlafraubzeit, aber Zeit ist kostbar. Ja, Karimodus und kleiner Donna. Auf dem Weg zur Legende wie Marathon. Na, Schlafraubzeit, aber Zeit ist kostbar. Ja, Karimodus und kleiner Donna. Wir tragen Ketten um den Hals wie Mr. T. Neues Ego, als es das selbes Ziel. Jeder Ort fühlt sich mit dir an wie Paris. Nein, schau, die weint nicht mit mir, dir die Melodie. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, nee, der Song war in Ordnung. Er war in Ordnung. Ehrlich, ganz vorsichtig, der war in Ordnung. Chat, was sagt ihr dazu? Ja, bei mir ist der Song auch so eine 4 bis 5 von 10. Ja, aber man hat schon eine Steigerung in Bensko gesehen, ehrlich. Sagen wir 5 von 10. Dankeschön. Es war nicht sein stärkster, also die Runde davor hat mir besser gefallen. Bensko, ich muss sagen, aber ein sehr gut. Emotionaler Song, sehr ehrlich, ein etwas gut. Ruhiger Song. Kennt man jetzt auch nicht immer von dir. Ich muss sagen, du hast sehr schöne Melodien gehabt, vor allem am Anfang. Auch diese A's, die du sehr schön gezogen hast am Ende. Es gab eine Passage, da fand ich das noch nicht so ganz clean, zweiter wo du hochgesungen Part. Hast. Das war, glaube ich, im zweiten nicht. Part. Ja. Das war, da hast du ein bisschen den Vibe rausgeholt. Aber ansonsten war das ein schöner, emotionaler Song. Und die Hook bleibt auch sehr im Ohr. Danke. Dennoch kann ich dazu ergänzen, dass ich deine Gesangsstimme sehr angenehm finde. War auch sehr unbekannt bei mir. Hätte ich nicht so wahrgenommen, dass das so gut bei dir sein könnte. Machst du echt gut auch deinen Job gestern schon. Geiler Auftritt. Ja, ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Mich hast du auf jeden Fall auch überzeugt mit diesem Auftritt. Die Hook war. So, ich muss auch noch zwei, drei Sachen sagen. Bensko, versuche auf deine Atmung zu achten. Weil gerade im zweiten Part, du hast, ich glaube, in 4 Bars Wörter verschluckt. Oder zumindest Buchstaben von Wörtern. Und das wirkt so wack. Das wirkt so, als ob du so vor kurzem erst angefangen hast zu rappen und das ist einfach nicht so Ding. Und das musst du auf jeden Fall klar und deutlich jeder Buchstabe singen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sehr, sehr catchy. Hat mich auf jeden Fall abgeholt. Danke für deine Aufmerksamkeit. Okay, auf geht's! Komm, sag mir wer, Putter. Komm, sag mir wer. Wichtig, guter Auftritt, Digga. Wichtig, jetzt schon gut an. Kalto Move von euch, Schläfer mit Gambio. Ratatatata. Wow! Walla, sehr schön. Das ist sehr schön, weil das. Dreis, ihr wisst gar nicht, das gehört so viel dazu, das ist wichtig. Cool, Bruder, der ist cool, Bruder. Komm, verkack jetzt nicht, verkack jetzt nicht. Hör zu. Kalso Move von euch lieb hat mir keine. Meine Schieb das frischen Fick auf Interpol. Von der Seite komm ich schon erwartet und lasse dich von meinem Breakers holen. Du bist weiß, ich brich dir die Nase und habe sogar deine Platten gestohlen. Gestohlen gegen verloren, das No-Go-Area raus die Zone zu kombiolen. Deine Toten nehme ich mit und da grad gibt es keine Rose. Weg da. Bruder, hättest du nur diese Intro gemacht, hättest du nur diese 3 Sekunden dann einfach aufgehört. Diese 3 Sekunden, dann wärst du einfach in diese Villa gegangen und sagst, ich bin fertig.
Weib, Kinder, was hast du gemacht, Bruder? Wie als ob Föhn in diese Pool gelandet ist, Cousin. Weiß, ich brich dir die Nase und habe sogar deine Platten gestohlen. Gestohlen gegen verloren, das No-Go-Area, raus die Zone. Gestohlen gegen verloren, denn der No-Go-Area, was ist? Habe sogar deine Platten gestohlen. Gestohlen gegen verloren, das No-Go-Area, raus die Zone zu kombiolen. Deine Toten, mich mit und da grad gibt es keine Rose. Weg da einem Sechser mit sechs Mann, überholt Spruse wie Iniesta. Was du packst, du bist ein Schwätzer, nicht per Telefon reden, du Gangster. Da wo ich lieb, kommst du nicht rein. Du siehst Parkidis in der Gegend am Verteil. Grün weiß, weil es bei uns normal ist. Bis am Nacht mich auf Wand. Gerade so Move von euch lief, hab mit keinem Million. Meine Schiff, das Flüschen fick auf Interpol. Von der Seite komm ich schon erwartet und lasse dich von meiner Bracker-Zone. Du bist weiß, ich brich in die Nase und habe sogar deine Plakas gestohlen. Du hörst die Stimmen überall, sag machst du ein Überfall. Doch du hörst nicht zu. Ich klinge, wenn du heute nicht sollst. Wieder raus, ich bist du dran. Von Almania direkt bis Tirana. Bruder, es ist echt krass, pass auf. Die Mello in der Hook finde ich sogar nicht mal schlecht, ehrlich. Ich finde, die hat was, Bruder. Aber Bruder, lyrisch, gell? Bruder, wer hat deinen Song geschrieben, Cousin? Bruder. Die Hook hittet, Bruder, ja, das stimmt. Aber die Lyrik in den Parts, und, Bruder, ist ein bisschen echt schwer. Benzko ist noch im Rennen, Dreddy ist für mich, ehrlich. Tony schnell liefern, meine Schiebe ist geben, Tritte auf dein Kopf, du kleiner Blender. Riski nicht dicke Lippe, weil bei mir bist du sonst kentern. Nach dem Battle roch ich Kanja, Marokko Tanja. Das macht er gut. Pack dein Koffer in mein Chanta, Rappapampa. Das macht er gut. Da wo ich lieb, kommst du nicht rein. Du siehst Parkidis in der Gegend am Verteil. Grün weiß, weil es bei uns normal ist. Bis am macht mich auf Bandit. Gerade so Move von euch lief, hab mir gar nicht jung. Meine Schiff, das Flisch und Fick auf Interpol. Von der Seite komm ich schon erwartet und lasse dich von meiner Bracker-Zone. Du bist weiß, ich brich dir die Nase und habe sogar deine Plakas gestohlen. Ich hab sie heute gestohlen. Ich hab sie heute gestohlen, gestohlen, a puta madre. Ja, ich würd's auch an Kindern geben. Die Hook war echt gut. Die Hook war echt gut, Cousin. Bianca Maria, dankeschön für 31 Monate. Was heißt gut, Bruder? Aber ich würd's schon an Kindern geben. Doch, Kindern war, der Song war, der war besser, ja. Aber Bruder, ich sag ehrlich, für Villa, Bruder, erwarte ich auf jeden Fall mehr, Digga. Kenan, an dich, Bruder, da muss mehr, Bruder. Ehrlich. Auch jetzt abgesehen von Icon, so für Rap-Szene, Bruder, muss bisschen mehr, Bruder. Ehrlich, Bruder. Da muss bisschen mehr. Gerade so Lyrik und so, da hätte ich mich schon ein bisschen mehr gewünscht, ehrlich. Wafer. 1:1, Bruder. Weißt du noch, was ich in der Icon-Ziervilla zu dir gesagt hatte, kurz bevor du rausgeflogen bist? Ja. Ich hatte dich wegen deiner Performance kritisiert. Ja, ich weiß. Ich muss sagen, wie du heute performt hast, ja, war richtig, richtig geil. Dankeschön, dankeschön. Ich bin sein Herz. Hier komm ich schon erwartet. Bleibt auch sehr im Ohr. Komm, sag mir, wer von euch lief, hat mir meine Schiff. Guck mal, Performance kurz. Wir müssen kurz Performance gucken. Der war krank, der war krank. Tack! Tack, Junge! Der war krank, der war echt, der war krass. Das war krass. Kritisiert. Ich weiß. Ich muss sagen, wie der du heute performt hast, richtig, richtig geil. Dankeschön, dankeschön. Ich echt sehr viel Spende bei dir. Du hast ein Lächeln in der Stimme. Wenn ich dir zuhöre, ich brauch dich nicht mal sehen, aber ich weiß ganz genau, wenn du am Mic stehst, du lächelst. Das kommt bei mir an. Man hört's raus einfach, dass du am Lächeln bist, wenn du das einsingst. Kommt immer wieder geil rüber.
Du hast einen ganz geilen Beat gepickt, der ordentlich nach vorne ging. Man hat echt gute Laune bekommen. Du hast den Vibe gecatcht auf jeden Fall. Richtig geile Performance. Kopfgeld in meinen Chanta, ey. Bist du schon ganz schön sicher. Nur sportlich. Und nur Sport. Du weißt doch, man muss doch ein bisschen. Man muss ein bisschen. Bin doch sportlich. Ich kann schon sagen, du hast echt eine sehr starke Performance abgeliefert. Deine Passagen waren auch sehr interessant. Und ich muss mittlerweile sagen, du hast ja wirklich mit deiner Art und Weise, wie du etwas performst, so einen Wiedererkennungswert aufgebaut in deiner Stimme. Ja, und das finde ich sehr, sehr, sehr stark. Bray, danke schön. Also, Kenan, pass auf, Bruder. Deine Lyrik ist Schrott, Bruder. Ehrlich, du musst da nochmal drüber gehen. Dein Part ist Katastrophe gewesen. Was du richtig gut machst, sind diese Betonung, diesen Akzent-Rap. Den machst du richtig gut. Da kannst du dich weiter ein bisschen noch spezialisieren, machen. Das hört sich gut an, wie du die Wörter betonst. Und die Baba, auch du hast coole Flows gehabt und die Melodie in der Hook war auch sehr nice. Es gab nur einen Reim in der Hook, der war todesbelegt. Ich glaube, es war der letzte. Aber ansonsten war der Song in Ordnung. War cool. Alter, fuck. Könnt ihr nicht einfach schnick, schnack, schnuck machen? Boah, Jungs, es ist nicht einfach. Diese Entscheidung zu treffen, die Jungs haben wirklich geile Songs ausgepackt von Frankreich. Bei dem einen oder anderen ist mir ein bisschen was aufgefallen, was ich mir auch notiert habe, was vielleicht ausschlaggebend sein könnte für die Entscheidung. Das Battle zwischen Kenan und Benfko, ich fand beide Songs sehr stark und sehr verschieden. Was hier? Ja, bei Benfko. Nachdem ich das auch gehört habe, so dass für mich Benfko den besseren Sound hatte, meiner Meinung nach. Die werden sich für Kenan entscheiden. Voll schade um Benfko, Digga, ehrlich. Genau zu dieser Zeit in der Icon 4 Villa bist du leider ausgeschieden. Benfko, für dich ist es die erste Staffel. Und ich muss wirklich sagen, das, was ihr beiden heute hier gemacht habt, hat uns wirklich große Probleme bereitet bei der Entscheidung. Allerdings haben wir eine Entscheidung getroffen. Ist uns nicht einfach gefallen. Und ich glaube, diese Entscheidung wird definitiv wehtun. Emil, danke schön. Wie ihr alle wisst, werden uns täglich Leute verlassen und auch heute ist das der Fall. Wir haben eine Entscheidung getroffen, die Entscheidung ist gefallen und die Jury hat sich entschieden, Kenan, 100%. Für keinen anderen als Kenan. Als Kenan. Aller Scheiße, Alter. Tut mir so leid für Benfko, Digga. Das war seine Runde eigentlich, Bruder. Das war seine Runde. Er war am Tag 2 der Beste, er ist rausgeflogen, deswegen, Digga. Walla, er tut mir leid, Digga, ehrlich. Benfko, zu dir, vielen, vielen Dank für das Vertrauen zu Icon 5. Vielen Dank für deine Hingabe zum Projekt und vielen Dank für deine Kooperation. Es war wirklich eine Bereicherung für uns, dass du hier teilgenommen hast. Wen hättest du jetzt gewählt? Bruder, ich hätte auch Kenan gewählt, aber ich hätte es gar nicht so weit kommen lassen. Warum soll denn derjenige, der bei Runde 2 der Beste war, den besten Song gemacht hat, wieso soll er denn rausfliegen können überhaupt, Bruder? Ich hätte das gar nicht so gemacht, Bruder, ja? Sehr viel Spaß mit dir und wir wünschen dir ganz viel Erfolg für dein weiteres Leben. Benfko, wir würden dich jetzt bitte deine Sachen zu packen und die Villa zu verlassen. Alano, ich hab dir gegeben sogar, Cousin. Jeder hat seine eigenen Präferenzen. Der eine mag diese Musik mehr, der andere, weil es waren ja zwei verschiedene Richtungen. Und am Ende des Tages hätten es beide verdient. So, am Ende des Tages geht ja nur Präferenzen so. Wenn die meinen, dass dieser Song in dem Fall jetzt besser war oder einfach tauglicher für das Format war, dann ist das so. Ich persönlich finde, soll der Zuschauer entscheiden. So, ich stehe für meine Musik
Und ich finde, mein Song hat natürlich viel mehr Inhalt gehabt, viel mehr Message und auch emotionaler vom Beat her. Das war viel mehr Musik, wie wenn ihr mich fragen würdet. Und das andere, was zum Beispiel Kindern gemacht hat, ich will ihm nichts vorwegnehmen, das war eher so ein bisschen tanzbarer, eher so auf wenig Inhalt, wenig Konsens, aber ein bisschen auf Rumba Zumba, so wisst ihr, Mallorca, Malle. So kann man machen, wenn man will. Und deswegen soll die Jury frei entscheiden. Die haben so entschieden, wie sie haben. Das muss man respektieren. Und das mache ich auch. Genau. Wallach, Benzo, Digga. Jetzt, Kontra K. Schau dir an alle Rapper, die mich haben, auf meinem Weg bis hierhin und an alle Leute und alle Fans, die mich hierher getragen haben, weil ohne euch wäre ich nicht hier. Und genau, ich bin dankbar auf jeden Fall dafür, für das Format, für alle Leute, die daran beteiligt sind. Shoutout geht auch noch an meine Kollegen Ruba und Crimes und Osan, die leider Icon verlassen haben, aber trotzdem Löwen sind, die kämpfen. Und es hat mich gefreut, hier teilzuhaben. Ben School, ihr wisst Bescheid, eigentlich wahre. Ben School! Also ihr habt gesehen, wie schnell es gehen kann. Team Bayor, ihr habt heute einen wichtigen Mitspieler von euch verloren. Das heißt, ihr seid nur noch 7 in eurer Gruppe. Team Shabab, ihr habt alle 8 behalten. Das wird euch in der nächsten Challenge auch zugutekommen. Dann kommen wir zu der nächsten Challenge. Heute geht es für euch um Freestyles und Rap-Battles. Hola, ¿cómo estás, mi amigos? Soy con Giotto. Mi hablo un poco español. Sí, compañeros, to the left side, sí, Vito. Vito. Heute ist Freestyle. Ich als Kapitän habe natürlich den Barrier vorgeschickt gegen Biggie. Hat auf jeden Fall viel Space, würde ich sagen. Es wird ein gutes Battle, glaube ich. Ja. Wir nehmen einfach Freestyle, diese Challenge umwandeln wir um als einen Song. Wanda Villa, ja. Guck mal, Hasuna hat direkt, der hat gar keinen Bock auf Freestyle, der hat direkt den Araber-Instinkt. Wie kann ich jetzt das Beste rausholen? Ich gehe einfach den Leuten erklären, wir machen aus diesem Freestyle eine ganz andere Geschichte. Hasuna, 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 Hasuna. Schlau! 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 Musik und Rap, die wird auch richtig hart trainiert, Digga. Was ist denn los? Vierer, so ist das, glaube ich. Jeder macht vier zum Beispiel. Abwechselnd. Ey, wer hat da trainiert? Ich bin auch im Training aktuell wieder, ja? Wer war das? Wer ist das? Ah, Azu, Bruder. 10 Kilo, Azu, Bruder. Das sind 2 Fünfer-Scheiben, Cousin. Das kannst du besser, Bre. Das ist nicht nur Musik und Rap, die wird auch richtig hart trainiert, Digga. Was ist denn los, Digga? Vierer, so ist das, glaube ich. Jeder macht vier zum Beispiel. Safe. Abwechsel. Weißt du? Ja. Durch alle Brüder und hinter den Kulissen und vor der Kamera alles gut. Aber jetzt geht's um die Boss. Schwursch. Guck mal, meine Wenigkeit wird gegen Azu Battle, mein Bruder. Aber Brüderschaft, das ist ein Battle, Bruder, gibt's nicht. Wir werden auf jeden Fall das Beste geben. Brüderschaft, das ist ein Battle, Bruder, mein Bruder. Aber Brüderschaft, das ist ein Battle. Hat er gerade Brüderschaft gesagt und er sagt, Brüderschaft gibt's nicht? Der arme Azu, Digga, ehrlich. Bruder, gibt's nicht. Wir werden auf jeden Fall das Beste geben. Was machst du vor der Kamera auf, Mann? Das Spaß. Geht euch heute gegen Kalian im Rap-Battle. Wir sind nicht in der Freestyle-Kategorie, sondern beschreiben uns, was war, und danach werden wir a cappella performen. Auf jeden Fall, gleich geht's los, Freestyle-Battles, genau wie bei Ike 4 damals. Wir sind zwar Brüder, aber hier hört der Spaß auf. Ich hol mir dein Gött. Macht euch gefasst, spreizt die Ohren. Wisst Bescheid, ich esse Pommes mit Ketchup. Sag mir, wer mehr macht, ihr seid doch alle Pisse, ihr wisst gar nicht, was hier abgeht. Die Stadt lebt, ich weiß ganz genau, was hier abgeht. Ey, film das Schweinefleisch, Alter. So, Shabab und Bayor. Welche Künstler möchtet ihr für die heutige Challenge als erstes nach vorne schicken? Bayor, eure Gruppe wird anfangen, da Shabab in der Überzahl ist, eure Gruppe. Wir schicken als erstes Kennern vor. Der arme Kennern, der wird auseinandergenommen, Cousin, ja? Kennern, dein Gegner ist? Hasuna. Ich bin da, Bruder. Chat, ich schwöre, ich bin null müde. Kennern und Hasuna, ihr habt euch für die Freestyle-Battle-Challenge entschieden. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid ready.
Todes hör dir. Ist da. Beat anmachen, Beat anmachen. Ich bin Kick. Auf ruhig. Tata. Rata, lala. Deine Freundin. Lala, lala. Niemals zum Piano. Tauche auf so wie Genie. Kicke, pass wie Maldini. Ja. Ey, sie haben fast gezüngelt, Cousin. Diese Nase an Nase, kennt ihr diese? Gib ihn Kiki, reit mal auf mein Zippy. Ich bin dieser Araber, der Mutter fickt wie Biggie. Das sagt, habt ihr mich vermisst? Warum wackelt der mit Kopf? Ich bin dieser Araber, der Mutter fickt wie Biggie. Das sagt, habt ihr mich vermisst? But the way is that, Diggy, but the way is King. Ich kenn ein E-Star, Baby, brauch noch ein Eller. Sie reden mir von Geldpads, wo Cinderella. Sie will mehr, sie will mein Hype, sie will Cash haben. Aber wenn sie wüsste, dass ich Pattenblut bade. Kenner, was will die Perle? Sag mir, was will die Perle? Walla, zeige Melodien, 100%. Guck, ich bleibe wie ein G, also. Was sie will Cash, sie will alles. Gar keine Frage, Kenner, mein Name. Hey, Senorita, komm, beweg dich. Nimm noch ein Bubber zu meinem Kopf, ja, der dreht sich. Ich dauert bald im Radio. Ich behalte meinen Status. Gebe Gas, so wie die Narcos. Aber Kennern, es bleibt und die Nummer 1. Also shake, shake, shake für mich. Ich will dich sehen, will ich sehen, mein Licht. Du bist mein Alles, a Senorita. Du machst mich so verrückt, Baby, ich bin noch tranquila. Alter, lass die Finger von der Straße, hallo. Habe und geht so wie Onkel Pablo. Was ist los? Handelst du groß? Komm. Hey Jungs, bitte, Walla. Jungs, Digga. Komm mit Kindern und wir strecken kurz. Mir Hand ist so groß, mach mir nicht auf Pablo. Telefon, Telefon, hallo, hallo, hallo. Komm mal runter, bis an ein, du bist hier nicht mit. Ich weiß ganz genau, Bratte, ich bleib stabil. Schau mal, was passiert ist, Bulle, lass mich wieder gehen. Diese Fresse kostet dich ne Millionäre, belebnen. Kein Problem, also zahl mal wieder weiterhin dein Schutz. Bin der by the way. Und guck, wie ich bumse. Hey, zahl dein Schutz, ich mach dich kaputt. Ich bin voll auf Suff, mo, baby. Ich bin voll kaputt, Bratte, voll auf Suff. Hallo, hallo, ma, baby. Was ist los? Was ist los, ma, baby? Ich bin bei der Way, Walla, bleib mal locker, ja, Salami. Mach mal langsam, sonst schick ich dich direkt schlafen wie der Sandmann, also. Sandmann, langsam, Bamgang. Der Kenan ist grad dran, also ab den Mannschaft. Ich bin anders, Habibo, ich bin ne andere. Guck mal, die sind jetzt sauer geworden aufeinander. Guck mal, drin ist es. Hey! Der hat zu mir gesagt, ich schlaf mit meiner Mutter, Junge. Der hat gesagt, ich soll schlafen gehen wie Sandmann. Walla hat der das gesagt, Cousin. Walla hat der gesagt, du sollst schlafen gehen wie Sandmann. Ich schlaf mit meiner Mutter, ja. Walla, lass den Ficken lernen. Krank. Kenan ist grad dran, also ab den Mannschaft. Ich bin anders, Habibo, ich bin ne andere Level. Du willst mich nicht sehen, weil du willst mich nicht erkennen. Was will ich erkennen? Ich hab dir gesagt, das ist Freestyle-Battle. Pass mal auf, dass ich nicht direkt loslege. Sonst wird es eklig, bevor ich dich hochnehme. Nimm mich hoch, zeig mir, was du drauf hast. Habibi von Kenan, kriegst du direkt eine Laufboss. Bruder, was für ein Blockert. Weil meine Feinde feiern dich, ich bleib locker. Bruder, was willst du sagen? Ein falscher Spruch, komm ich mit den Sportwagen. Brabus, S-Line, was ist los? Habibi Kenan, ich stell dich nicht bloß. Du willst mich bloßstellen, Bruder, du kannst weitergehen. Damit du weißt, Brawler, ich muss mir noch einen drehen. Komm mal runter, da sind richtige Melodies. Damit du weißt, du hast Melo, ich bin by the way. Du bist aggressiv, ich bin by the way. Egal was du machst, reihe, ich bleib by the way. Deshalb bleib mal stehen, ich bin Walla by the way. Kick. Du bist was, ich kann dich nicht hören. Ich werd dich halt zerstören. Ha, damit du weißt, leg mir bitte noch ne Leid, nein, Spaß. Boah, Jungs, ich muss sagen, das war wirklich sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Das Gespräch, was ihr aufgebaut habt und dann jeder auf den anderen, das war wirklich sehr, sehr stark. Kenan, du hast auf jeden Fall auch wieder einen sehr schönen Flow auf diesen schönen sommerlichen Beat, muss ich sagen.
Hasuna, bei dir waren am Ende auch ein bisschen zu viele Wiederholungen, muss ich sagen, was Text angeht. Ja, das hätte man ein bisschen besser machen. Wer war besser, Sammy? Ich muss erstmal damit anfangen, Dreddies, dass der absolut falscheste Beat war, den die für ein Battle überhaupt benutzten. Bruder, ich hätte mir voll gewünscht, wenn die dieses, also wenn die Challenge ist, Freestyle Battle, 1 gegen 1 gegeneinander, dann Bruder, bitte ohne Autotune und bitte ohne diese, so einen tanzbaren Beat, Bruder. Weißt du? Also wenn's das, wenn das die Challenge ist, weil das ist, das nimmt alles von einem Battle, was ein Battle eigentlich ausmacht, so. Aber Bruder, ich muss ehrlich sagen, weil Wallah, ich werde mich nicht irgendwie für irgendjemanden verbiegen, Cousin. Die waren beide absolut bodenlos scheiße, Bruder. Die waren absolut bodenlos. Beide hatten eine Line, wo so der Ansatz gut war. Da war so ein Ansatz. Da war man so kurz, nein, doch nicht. Weißt du? Aber, ehrlich, ich hätte beide rausgeschmissen. So, ich weiß jetzt nicht, was die anderen bringen, aber Bruder, das ist nicht Villa-Qualität, Cousin, das darf nicht Villa-Qualität. Ich sag ganz ehrlich, auch ein bisschen unfair gewesen, weil, Wallah, ich bin ehrlich, dieser Beat ist kein Beat für Hasuna, Bruder. Hasuna rappt ja eigentlich aggressiv, aber der hätte eher so ein Beat gebraucht, vielleicht. Und dieser Beat war schon eher so in Richtung Kenan, so. Aber beide haben nichts gebracht. Nichts, Bruder. Beide waren kaputt, so. Ja, Freestyle, Cousin, natürlich Freestyle, Cousin. Machen können, aber es war auf jeden Fall eine ordentliche Show, die abgeliefert hat zusammen. Ich danke. Dankeschön. Bevor ich jetzt zur Bewertung komme, will ich erstmal sagen... Ja, Freestyle, aber die sollten sich doch battlen gegeneinander. Freestyle battlen. Danke für diese Unterhaltung. Es war ein richtig geiles Battle, finde ich. Vor, aha, allem, Battle. Vor allem gegen Ende, wo so ein bisschen Feuer auch reinkam. Das ist doch... Leute sagen nein. Habt ihr taube Ohren? Vor allem gegen Ende. Danke für diese Unterhaltung. Es war ein richtig geiles Battle, finde ich. Komme, will ich erstmal sagen, danke für diese Unterhaltung. Es war ein richtig geiles Battle, finde ich. Komme, will ich erstmal sagen, danke für diese Unterhaltung. Es war ein richtig geiles Battle, finde ich. Vor allem gegen Ende, wo so ein bisschen Feuer auch reinkam. Das ist das. Geil, das Feuer, nur Liebe. Dann hat er mich so, dann dachte ich mir, okay, Khalas, ich muss jetzt. Das ist das. Das war für mich auf jeden Fall das Highlight des Battles, dass ihr auch den Schlagabtausch durchgeführt habt, fand ich auch sehr, sehr geil. Dadurch kam Abwechslung rein. Kenan, ich muss wirklich sagen, deine Freestyles sind wirklich besser geworden. Danke. Im Vergleich zu Icon 4, du hast dich echt krass gesteigert, sehr, sehr stark. Für mich muss ich sagen, ich hatte den Eindruck, Hasuna, bei dir, vor allem dein Einstieg, war Text. Aber danach hast du weiter gefreestylt, das hat man gemerkt. Okay, krass. Bruder, ich muss sagen, ich hatte bei der Eröffnung so unglaublich viel Spaß. Ihr wart beide richtig cool drauf. Das mit dem Battle gegen Ende hätte ich nicht erwartet, war sehr lustig. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keine Ausreden, alles kommt, wie es kommt. Aber ich wollte auch nochmal erwähnen, dass mein erstes Mal das überhaupt freestyle. Weil ich habe noch, also ich freestyle nicht, ich gehe einfach normal rein und baller. So bin ich. Aber Respekt an Kenan, ich fand den selber heute sehr stark. So, auf jeden Fall, was zählt ist, es hat Spaß gemacht, Mann. Wenn es ballert, dann ballert das, Mann. Das ist das, Bruder. Ja, Mann. Wallah, wir hatten beide Spaß. Das ist das. Wir beide hatten Spaß. Ja. Der Sohn hat mich herausgefordert. Ich habe mir so, geil, ich hab Bock. Der meint zu mir, wir machen auf Latino, ein bisschen auf Melo. Ich dachte mir, ja, okay, gerne, ich hab Bock, voilà. Bisschen du, bisschen ich. Wie sieht das denn mit Dissen aus? Wie willst du mich dissen, dann, damit ich weiß, ob ich auch dissen würde? Sonst, also wenn nicht, packen wir dann halt ganz normale Melos, ne? Also kein Dissen. Also, nein. Du musst mir vertrauen und so, ich werde dich nicht dissen, was für sich hin und her. Hat auch geschworen, aber ja, im Endeffekt hat er mich angelogen, ne? Dankeschön für euren Auftritt. Wir hatten unnormal viel Spaß. Kommen wir direkt zum Zwischenergebnis. Der erste Punkt geht an Kenan und für... Ich schwöre auf alles nein. Wallah nein, Bruder. Ich hätte es Hasuna gegeben, Cousin. Ehrlich, es war keine einzige Line von Kenan gut, Bruder. Ich hätte sogar an Hasuna gegeben, Digga, ehrlich. Was? Kommen wir direkt zum Zwischenergebnis. Der erste Punkt geht an Kenan und... Weißt du, was ich sogar spüre? Ich will es noch nicht aussprechen, Chat. Ich will es noch nicht aussprechen, ehrlich. Ich will es noch... Ich warte noch. Ich will es noch nicht aussprechen. Aber ich spüre da auf jeden Fall in der Stimmung, ich will jetzt nicht sagen von den Kandidaten oder von der Jury oder sonst was, ich spüre auf jeden Fall Abneigung gegen Hasuna. Ehrlich, ich spüre das. Für Team Bayor. Ja, danke.
Danke, Amigos. Kenan Hasuna, danke für euren Auftritt. Wir würden beide Gruppenleader bitten, die nächsten Künstler runterzuschicken. Also ich muss jemanden herausfordern. Ich habe den Yassin, mein Bruder, jetzt herausgefordert. Yassin und Rasha. Yeah. Yassin, du vertrittst heute die Gruppe von Bayor. Bayor. Rasha, du vertrittst heute die Gruppe von Shabab. Von Shabab, richtig. Und ihr habt euch für das Freestyle-Battle auf Beat entschieden. Auf jeden Fall. Genau. Wir freuen uns sehr auf euch. Also wir hören nochmal, wie die Kategorie heißt, okay? Wir hören nochmal für alle, die da Nein sagen, weil die Ding NPCs sind und gar keine Ahnung von Musik haben. Auf geht's. Für das Freestyle-Battle auf Beat. Freestyle-Battle. Shabab. Von Shabab, richtig. Und ihr habt euch für das Freestyle-Battle auf Beat entschieden. Ja, auf jeden Fall. Genau. Wir Freestyle-Battle. Freuen uns sehr auf euch beide und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Na na na, oh oh oh, na na na, oh oh oh, QS. So eine Woche, zwei Tage. Hey, mal locker. Pech. Ey, ich ficke Icon, hab noch weiteres geplant. Was für Schwerter ab, jetzt kriegt ihr nur noch Steine in den Arsch. Ey, Eileen, genau, zwei Tage. Was ich meine, ich ficke geplant. Tage, was für Schwerter ab, jetzt kriegt ihr nur noch Steine in den Arsch. Ey, ihr wisst genau, was ich meine, ich mache Scheine und komme alleine. Ja, ich leg euch alle zur Seite. Brauch mich nicht zu vorstellen, glaub mir, jeder kennt mich. Mein Name gesprochen wie Russland auf Englisch, Russia. Ah, komm rüber. Oh, Digga, alle, wie Digi, alle. Brian, kümmer dich mal bitte drum, dankeschön. Ey, ich ficke Icon, hab noch weiteres geplant. Was für Schwerter ab, jetzt kriegt ihr nur noch Steine in den Arsch. Ey, ihr wisst genau, was ich meine, ich mache Scheine und komme alleine. Ja, ich leg euch alle zur Seite. Brauch mich nicht zu vorstellen, glaub mir, jeder kennt mich. Mein Name gesprochen wie Russland auf Englisch. Ah, komm rüber bis nach Malaga. Auf die Schnelle mach ich kurz mal deine Abla klar. Ey, ja, du bist Familie. Wir haben's geschafft, aber alle ist im Ratten nicht. Und die Straße hat es doch gesagt. Krieg keinen Vertrag, weil die Straße hat mich doch gebracht. Komm. Was? Krieg keinen Vertrag geschafft, aber alle hier sind Ratten nicht. Und die alle hier sind Ratten nicht? Was? Ja, die Straße hier ist abgewichst. Wir haben's geschafft, aber alle hier sind Ratten nicht. Und die Straße hat es doch gesagt. Krank, Bruder. Krank. Krieg kein Vertrag, weil die Straße hat mich doch gebracht. Gebracht, komm krank. Rein. Komm rein. Gebracht. Komm rein. Hilfbar. Ich komm allein. Rein, auf allein. Hilfbar. Egal wie krass es ist, es ist niemals zu spät. Wir sind alle da, aber Ada, wer fehlt? Nur noch Props an dich, mein Bruder Yassin. Ey, ja, du weißt Bescheid. Komm mit Ada, werd in die Gegend und zerreiß. Jeder hat Neid. Und ihr wisst alle, unsere Gruppe zerreißt. Alle auf einmal, ey. Alle auf einmal. Alle auf einmal, ey. Wow. Kann sein, ich hab ein paar Lines in meinem Hinterkopf. Es herrscht Gefahr, wenn Colin an mein Zimmer klopft. Gibt es immer Topf. Nachts im Blei ruft die Polizei. Fick die Gordia Zivi. Frag Vivi. Aber kriegst niemals dein Deal. Klär kurz auf die Schnelle deine Schwester. Wenn ich Bock hab, kurz runterlaufen. Wenn ich will, lass ich Shababs Route untertauchen. Ihr wisst gescheit, das alles ist stabil. Aber bleiben heute tranquil, ja, es wird langsam zu viel. Und ihr wisst, dass wir euch alle zerreißen. Wir waren fleißig, doch auch allein. Weil ich heute zerreiß. Du willst mich um Erbarm bitten. Ich lass deine Gruppe einfach kurz mal auf der Flasche sitzen. Ey, nein, das wirst du nicht. Ey, weil die Flasche sind hier schon gewesen. Fick heute dein Leben, du weißt doch ganz genau, dass ich kein Vertrau. Hol mir die Besser, die meinten, sie könnte mich betten, nur wegen dem Hype. Nach dem Battle mach deine Gruppe kurz mal die Beine breit. Was ein Scheiß, Coca-Cola dort mit Sprite. Für die Scheiße bin bereit. Lass dich heute wieder im Gebüsch sitzen. Und Holger, deine Gruppe vor unserem Flitzen. Ja, Rasse hatte diese eine Line, die war, die
Einzige, die so ein bisschen ans Betteln rankommt, Cousin, weißt du? Oder die Line mit Schwester und sonst was ist gar nicht auf Jessin oder irgendwen bezogen. Das ist einfach allgemein ein Freestyle. Das hat nicht so. Yassin und Rasha. Ich muss sagen, ich fand den Einstieg von beiden echt geil, ganz am Anfang. Ihr hattet beide richtig gute Lines. Yassin, bei dir beispielsweise das mit dem Schwert und mit den Steinen. Oder Rasha, du hast gesagt, mein Name auf Englisch, Rasha. Coole Line auf jeden Fall. Wenn das wirklich Freestyle war und nicht vorher ausgedacht, dann wirklich sehr krass. Ich muss sagen, ich hatte wirklich sehr viel Spaß bei eurem Auftritt. Beide waren sehr, sehr cool. Ich fand es bei Rasha ein bisschen Punchline, beziehungsweise Punchline geladener gegenüber Yassin. Und hat auf jeden Fall mehr gehittet von Rasha gegenüber Yassin, so in meinen Augen. Ey, das ist das zweite Battle und wir sind jetzt... Also Bruder, was soll ich euch dazu sagen, Dredis? Ich fand das Battle auch nicht gut. Ich fand Rasha war ein Stückchen besser, wenn man... Es kommt drauf an, was die da echt unter einem Battle definieren, Bruder. Also was ich unter einem Battle kenne, ist, man sitzt da, Bruder... Man battelt sich gegeneinander. Man macht Punchlines. Lines, die hitten. Verstehst du, Cousin? Der Yassin, der ist der Geist, mein Geist! Der hat einmal die Mellos ausgepackt, Cousin. Also, ich denke, wenn jetzt ein Infinite an diese Mikrofon kommt, dann brennt es, Bruder. Oder wenn ein Spectre an diese Mikrofon kommt, dann brennt es, Bruder. Dann zeigt, wissen die, ey, guck mal. Das ist Battle Rap, Freestyle Battle Rap, so, weißt du? Das sind Leute dafür. Und. Jetzt schon bei so einem Niveau. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es macht richtig Spaß. Bei Yassin, du hattest geile Melodien. Es hat sich richtig geil angehört. Bei Rasha, du hattest geile Punchlines, die richtig im Kopf geblieben sind. Und seit wann kannst du Double Time? Man muss doch zeigen, was man kann, Bruder. Aufbewahren. Ja, gerne mehr. Hat Spaß gemacht, danke. Ich schließe mich auf jeden Fall mit den Anfängen. Ihr habt beide stark Anfängen bei den Kollegen an. Ja, Bruder, ist es auf jeden Fall so? Keine Ahnung, Cousin. Weiß nicht, wie seht ihr das denn, Dreddies? So, es war in Ordnung, ja. Beide haben es versucht, sag ich mal. War so. Schöne Melodie, bei dir habt ihr auch oft das Gefühl gehabt, du hast drinnen hochgezogen. Und Double Time auch, sehr cool. Also schließt mich auf jeden Fall daran. Wir haben uns entschieden. Aber eine gute Sache hat das Chat, ehrlich. Schlimmer kann es nicht werden, Bruder. Das ist das Ding. Und der nächste Punkt, den wir verteilen, geht an Rasha von der Gruppe von Shabab. Gleichstand. Dankeschön, Jungs. Somit haben wir Gleichstand. 1:1. Weißt du, was jetzt krass wäre? Sakko gegen Infinite, Bruder. Darauf würde ich mich freuen, Cousin. Ich würde euch einmal bitten, zurückzugehen und die Teamleader die nächsten Künstler runterzuschicken. Nein, lass so. Infinite, du vertretest das Team von... Oh mein Gott! Und du hast dich freiwillig dafür bereit erklärt, gegen zwei direkt anzutreten. Yes, denkst du, du wirst das Ganze auch mit einem Punkt verlassen? Hoffentlich. Akawi, das ist das erste Mal, dass du freestylen wirst. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Wir wünschen euch viel Spaß beim Freestyle-Battle. Genau, 2 gegen 1. Klingt ein bisschen unfair, aber Infinite bringt auf jeden Fall einiges mit, voila. Gib ihm. Ich bin gespannt, Digga. Bin gespannt, ehrlich. Das ist hier Freestyle, es ist mies heiß. Infinite, mein Bruder, schieß heute in dein Schienbein. Nimm's mir nicht übel, mein Bruder. Ich liebe dich, HBB, und Sakko macht jetzt weiter. Nein, Spaß, mein Bruder, ich mach jetzt weiter. Die Jungs stehen hinter mir, es ist ne Cypher. Was soll ich sagen, mein Bruder? Ich brauch ne Mutter, ich hab richtig Hunger, Alter. Digga, wartet. Ihr lacht, gell? Es war verdammt scheiße, Digga. Aber es war besser als die anderen Battles davor, Cousin. Es war besser als die anderen, weil er wirklich die Challenge macht, Bruder. Er macht einfach die Challenge. Das ist krass. Jemand, der sich wirklich an die Challenge hält, Digga. Das ist unglaublich, Digga. Krank. Akawi, war scheiße. Mach weiter so.
Was soll ich sagen, mein Bruder? Ich schwör's mir Mutter, ich hab richtig Hunger, Alter. Yeah. Ey, Infinite ist am Start, ich fick den Beat, weil ich die Leier satt bin. Und Battle Seko, weil Hasuna keine Eier hat. Was soll ich sagen, mein Bruder? Ich schwör's mir Mutter, ich hab richtig Hunger, Alter. Ey, Infinite ist am Start, ich fick den Beat, weil ich die Leier satt bin. Und Battle Seko, weil Hasuna keine Eier hatte. Junge, jemand, der es versteht, Cousin. Versteht ihr das, Reddys? Komisch an. Jemand, der es versteht, Bruder. Wenn die Challenge ist, Freestyle Rap Battle, Digga, dann machst du Freestyle Rap Battle. Und nicht, Aya, it's the moment, it's Melody. Und dann müsst auch die Jury muss dann sagen, hey, guck mal, Bro, schöne Mellos, die du da von dir geigst. Aber Bruder, die Challenge ist Freestyle Rap Battle, Bruder. Digga. Was soll ich sagen, mein Bruder? Ich schwör's mir Mutter, ich hab richtig Hunger, Alter. Yeah. Ey, Infinite ist am Start, ich fick den Beat, weil ich die Leier satt bin. Und Battle Seko, weil Hasuna keine Eier hatte. Was wollt ihr machen? Ich bin King hier. Ey, gib mir nur den Beat und ich bring's dir. Miese Line, jetzt kommt Chefpate. Z zu dem AK, ich bin frech, Brate. Ah, das was ich mache, real shit. Z's real, recognize real, ich bin mies, Bitch. So kein Problem, ich seh aus wie ein Zippy. Dann auch siehst du aus wie Miss Piggy. Ich geb ihm, hör mir zu, ich fick den Beat ganz locker und schmeiß zwei Typen hier vom Hocker. Hey. Oh, 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 oh. Die Jungs am Start, wir sind Villa, heute krass, HBB. Die haben Autotune ausgeschaltet. Die sind gemein, Digga, ehrlich. Die sind gemein, Digga, ehrlich, ja. Das ist Mobbing, Digga. Das ist Mobbing, Digga. Warum machen die das? Akawi ist ein Süßer, ehrlich. Und schmeißt zwei Typen hier vom Hocker. Oh, die Jungs am Start, wir sind Villa, heute krass, HBB. Oh, fette Villa hier am Start, Colin geht minus, ja. Colin geht minus, bra. Ich weiß ganz genau, Mann, das ist ein Kinofilm, ra. Check. Was ist los? Serko bringt Flows gerade. Ich komm heute Nacht und dann geb ich dir ne Show. Ach, ich komme ganz alleine, sagt mir, wer von euch will cool sein. Wenn ich will, schmeiße ich euch beide in den Pool rein. Ey, bitte mach mal Platz. Ich schmeiß euch in den Pool und ihr Bitches seid da nass. Schmeiß mich nicht in den Pool, ich kann nicht schwimmen. Mein Bruder hat doch Mitleid, Habibi, das muss der Sinn. Ah, deine Köpfe grün-gelb, dein Outfit. Scheiß mal auf das Geld. Ey, ich ficke deutsche Rapper und ich ficke auch die Innereien. Bruder, kannst du schwimmen? Komm, ich bringe dir das Schwimmen bei. Ey, und sie wissen, was ich mach. Infinite ist der King, ich hab jeden hier geklatscht. 2-1, Mann, ich weiß, es ist nicht fair. Ich weiß ganz genau, nach dem Battle kriegst du deinen Schmerz. Check, was ist los, Mann, ich rappe aus dem Kopf. Links, rechts, nun Kombi und danach gehst du knock. Ich liebe dich, mein Bruder, doch du kennst diesen Fair nicht. 2-1 und ich schwöre, dass das fair ist. Sag mal deine Blicke, Infinite ist der Rapper, ich ficke jeden. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Bruder Bracca, ja, Mann. Also, Habibi, meine Line. Real Life kann Anime, das ist nur ein Scheiß. Es geht weiter, wann hört der Beat auf? Ich weiß ganz genau, für dich sieht's heute mies aus. Ah, was ist los, Mann? Ich rap in der Villa. Ich weiß ganz genau, Mann, deine Lines. Bitte. Ist doch gar kein Ding, ja, für mich sieht es mies aus. Doch du gibst mir heute einen Deep Throat. Ah, nimm ihn tief in den Hals. INFINIT 5-6 Rheinland-Pfalz. Check, der Beat geht gar nicht aus. Bin auf dem Chefsessel, ich weiß ganz genau, Mann. Mich nennt man Zack Daniels. Ah, Mann, was ist los? Rappet wie dein Champ. Ich weiß ganz genau, dass sich keiner mehr hier wiedererkennt. Stark. Stark. Waller Respekt, Waller Respekt. Sakko war gut, Infinite war besser. Trotzdem Sakko Respekt. Akawi, Bruder, ich lass dich einfach raus, Cousin. Weil das war, du warst. Also Bruder, das ist ein Süßer. Ich mag Akawi, ehrlich. Aber da war so viel. Der hat zu diesem Battle so viel beigetragen wie dieser. Wie diese Ding, Palme hier. Und so viel hast du zu diesem Battle beigetragen. Aber es ist nicht schlimm, Bruder. Lass die beiden Jungs machen. Die beiden Jungs haben es gemacht. Ich küsse eure Herzen, für mich der Punkt geht an Infinite. So. Infinite, ich muss sagen, du bist für mich wirklich eine Maschine. Wirklich. Ein Herz, danke dir. Also geisteskrank, wie du das hier geflowt hast, wie du das gerade gerappt hast. Dein Freestyle war sehr, sehr souverän, sehr clean. Du hast auf jede Line gekontert. Sehr, sehr stark, muss ich sagen. Akawi, du bist jetzt natürlich nicht so der Freestyler. Du hast dich trotzdem bemüht, man hat es auf jeden Fall gemerkt. Sakko, bei dir fand ich auf jeden Fall auch cool.
aber man muss natürlich sagen, man hat hier natürlich deutliche Stärken rausstechen sehen. Bei euch war das coole halt, man hat komplett gemerkt, dass das kompletter Freestyle war, egal von wem. Und das hat halt Spaß gemacht, das war authentisch, ihr hattet Spaß, auch geile Punchlines von dir, Infinite, geiles Battle. Ich finde, du bringst so eine gute Attitude, Rapper-Attitude rein, wenn der Beat loslegt und du, man merkt einfach, dass du diese Erfahrung mitbringst, vor allem in diesem Freestyle. Akoi, du warst sehr anpassungsfähig, muss ich sagen, also das war auf jeden Fall auch nicht schlecht. Seko, man hat natürlich gemerkt auch, dass du ein bisschen Schwierigkeiten hattest. Ja, aber ich muss sagen, das war auf jeden Fall eine schöne Show, die abgeliefert hat. Sind wir jetzt Gegner oder was? Komm mal rüber. Wir kommen zu der Entscheidung. Ja, Bruder, ist klar. Der Punkt geht an Infinite für Gruppe Bayor. Damit steht es jetzt 2-1 für die Gruppe von Bayor. Und ich würde euch jetzt einmal bitten, zurück zu den anderen Künstlern zu gehen und die Teamleader, die nächsten Künstler, nach unten zu schicken. Kommen wir zum ersten Rap-Battle zum heutigen Abend. Die kreativste Punchline, ich weiß nicht, was die kreativste war, eigentlich hat sich so angefühlt, als hätte Kali gegen Marjo gebettet. Sandro, du lach nicht, du Wusser! Setz dich auf Flasche und Pizza, reagiert drauf, du nicht. Das war's schon? Digga, warum teasern die Schlägerei an, wenn nichts kommt, Digga, ehrlich? Wir werden beide nicht klein nachgeben, wir werden beide auf jeden Fall aufs Ganze gehen. Aber natürlich alles in einem sportlichen Rahmen. Also was gerade passiert ist, ich muss noch kurz den Schock verdauen. Ja, schrei, ja. Schreist du an, Mann? Schreist du rum, ja? Wallah, schrei nicht rum, ja? Schrei nicht rum. Vito, denk nicht mal, du schreist doch an. Hey, Vito! Schwander! Ich warte doch auf diesen Moment. Ich habe doch auf diesen Moment gewartet. Normal will ich, dass sowas passiert. So, ich will das doch. So, ich stehe auch drauf. So, sonst bin ich auch kein Künstler in meinen Augen. The red sun rose this morning. Nee, das ist real. Also ehrlich, das ist real. Das ist real, Cousin. Da gab's sogar eine Fetzerei, Digga, ehrlich. Ich kenn die Story, ich weiß schon, was abgeht. Coole Aufnahme. Dark skies pronounce your warning. Nowhere to run, nowhere. Broadcast leaks, Digga. Okay, cool, ja? Schade, Digga, ehrlich, ich hab ein bisschen mehr erhofft, Digga. Dass man ein bisschen mehr sieht, bisschen mehr so, aber wir haben noch genug Zeit heute, Dreddys, und wir werden noch einige Fitner miterleben dürfen heute Abend, Digga, ehrlich.